Herzlich willkommen, ihr kleinen Zuckermäuse. Na, ich bin übrigens gerade im Urlaub, falls sich einige gefragt haben, warum gerade kein Stream läuft oder warum in der letzten Zeit kein Stream gelaufen ist. Ich versorge euch natürlich in der Zeit trotzdem regelmäßig mit YouTube-Videos. Dafür bin ich da, ne? Dafür bin ich Captain Dax. So, und wir spielen heute wieder The Hunter Calls the Wild. Und zwar gehen wir wieder spazieren, ein bisschen Mississippi. Ist eine sehr selten gespielte Map von mir, weil ich finde, die ist ähnlich schwer wie Hirschfelden. Ja, wir schauen mal, ob ich meine Meinung ändere zu der Map, ob sich nach dem Update irgendwie ein bisschen was getan hat auf der Map. Ja, und dann würde ich sagen, let's go! Natürlich, wie immer, auch auf dieser Map habe ich zwei Außenposten oder Aussichtspunkte. Entschuldigung, keine Außenposten. Außenposten muss ich ja auch noch sammeln. Aber wir haben zwei Aussichtspunkte, die ich noch nicht habe. Das werde ich natürlich in dieser Folge nachholen müssen, damit wir die ganze Map aufdecken. Und ja, vielleicht sehen wir hier das ein oder andere schöne Tier. Weißwilde gibt es ja hier auch. Vielleicht gibt es heute mal wieder ein Dia-Weißwilde oder vielleicht den Great One. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Ihr auch noch nicht. Schauen wir mal. Entschuldigung. Ich habe auf jeden Fall eine interessante Beziehung zu Alligatoren. Also, ich glaube, wie jeder Hunter-Spieler, es ist manchmal schwierig, vor allem wenn man die beim ersten Mal nicht gut trifft, dann tauchen die einfach ab und dann sind die weg. Für immer. Für immer. Im Grund des Sees ist es einfach so ein Dimensionsloch, in dem die dann verschwinden. Das ist, funktioniert wie bei Pacific Rim? Wie heißt denn das? Pacific Rim? Der hier hinten ist auf jeden Fall sehr viel besser als der hier vorne. Sind auf jeden Fall zwei Siemer, sehr schwer. Und ich würde es jetzt einfach mal versuchen hier, oder was bei mir wäre. So, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich habe das schon ewig nicht mehr getan. Ich kann ihn nicht scannen. Ich weiß nicht, wie ich ihn getroffen habe. Ich weiß es einfach nicht. Wir schauen mal nach. Wir gehen mal rein in die Suppe. Wir haben jetzt hier einen Alligator, der auf uns zutreibt. Ist das nicht schön? Heißt das vielleicht, dass wir ihn gut getroffen haben? Heißt es das vielleicht? Ja. Lungentreffer Gold. 426. Schönes Gerät. Schönes Gerät. Kommt übrigens auch wieder in den Discord, falls ihr euch die Screenshots und die Killscreens nochmal ansehen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei, da gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes in meinem Discord. Und in diesem Channel poste ich alle Stream-Abschüsse, alle Abschüsse aus den Videos, wie auch immer, ihr kennt den Spaß. Und in dem Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren, eure Dias, eure besonderen Farben. Macht's einfach, die Community guckt sich das an, ich guck mir das an. Viel Spaß! Uff. Ah ja, da ist er, da ist noch ein sehr schweres Tier. Ist natürlich jetzt schwierig von hinten. Oh ja, sehr gut. Na, so doll durftest du dich jetzt nicht drehen. Ach Mann. Komm schon. Jetzt komm. Keine Ahnung, ob ich den überhaupt getroffen habe. Theoretisch müssen wir jetzt darauf warten, dass der hier auftaucht. Aber nee, so wie es aussieht, ist auf jeden Fall nicht. Also wenn ich ihn getroffen habe, ist auf jeden Fall an der Verletzung nicht gestorben. Nee, kein Jagddruck. Okay, den haben wir verkackt. Toll, top. Das meine ich eben, was ich vorhin angesprochen habe. Ne? Du triffst das Vieh nicht richtig. Zack, es taucht ab. Und es taucht nie wieder auf. In irgendeinem Dimensionsloch am Grund des Sees verschwunden. Am Grund des Flusses, wie auch immer. Je nachdem, in welcher Pfütze man gerade badet. Ich habe ein Schwein gehört und wir versuchen uns mal anzuschleichen. Bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Es muss aber hier irgendwo in den Büschen sein. Das ist natürlich immer schwer, wenn die Vegetation so dicht ist. Jetzt dürfen wir nämlich den Baum treffen.
Ja, das sieht gut aus. Schwein ist erlegt. Top. Schauen wir uns mal an. Die Sau. Gold. 120. Sehr gut. Sehr schön. Schwarze Flecken. Top. Schöne, große Stoßzähne. Doppellunge, Entschuldigung. Oh. Entschuldigung. Ich habe gerade Mittag gegessen, darum. Also Waschbären schießen ist relativ tricky. Habe ich noch nicht so viele geschossen. Tatsächlich, weil die halt so ähnlich scheu sind wie Füchse. Ich würde sagen, die sind noch auf einem Level drüber, was das Scheusein angeht. Da hast du eigentlich schon verloren, wenn du einen Warnruf kriegst, ne? Also die musst du irgendwie am Feldrand irgendwie chillen sehen oder mal so über eine Straße laufen oder so, dass man die dann killt. Aber so ist schwierig. Na, je kleiner das Raubtier, desto scheuer sind die Biester. Hier kriegen wir auch einen Warnruf von einem Fuchs. Ich sehe weder das eine noch das andere. Doch, da. Okay. Schade. Waschbär ist verjagt. Und Fuchs ist da drüben. Graufuchs mythisch. Das sah gut aus. Das sah gut aus. Das war ein sehr risky Shot. Aber das sah gut aus. Nicht tödlicher Treffer, sehr frisch. Nein. Haben wir ihn wirklich nicht tödlich getroffen? Ach Mist, kein lebenswichtiges Organ. Das ist, wenn nur ein Gold. Also, ich habe mir einen goldenen verschossen. Das, ne? Aber ich habe halt eben gerade kurz gedacht, ich hätte mir jetzt einen Diamant verschossen. Nachladen ist wichtig, Kinder. Ladet immer schön nach, denn nichts ist schlimmer, als wenn ihr vor einem Tier steht. Und ihr habt keine Munition in der Waffe. Ja. Ein Waschbärweibchen. Ist zwar nur trivial, aber wird wahrscheinlich heute der einzige Waschbär sein, den ich schießen darf. Weiß ich nicht. Könnte auch ein Wirbelsäulentreffer gewesen sein. Müssen wir uns mal anschauen. Auf jeden Fall haben die nach einem Schuss mit der Ranger keinen Bock mehr, die Viecher. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oh ja, guck mal, einmal alles bitte. Schön, schön, schön. Doch. Aber halt Bronze, ne? Besser war es halt nicht. Silber fängt ab 5 an. Auf jeden Fall ein Waschbärweibchen. Schön. Ich glaube, der erste Waschbär, den ich beim Chillen getroffen habe. Und vor allem auch nach einem Warnruf. Meistens sind die nach einem Warnruf weg. Den Eindruck auf dieser Map ist jedes Tier sehr, sehr scheu. Irgendwie laufe ich jetzt seit einer Viertelstunde rum und sehe einfach nichts. 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr. Nichts gesehen. Das kann es nicht sein. Das Schwein hängt in einem Rohr fest, auch nicht schlecht. Erwischt. Nicht erwischt. Schade, nur ein Schwein, ey. Das eine Schwein, was wir geschossen haben, ist auf jeden Fall Silber. Und sieht genauso aus wie das andere, was wir vorhin geschossen haben. Exakt genauso. Auch mit dem schwarzen Auge. Aber schöner Herztreffer. Top. Wir haben doch noch ein anderes Schwein getroffen. Hier liegt noch eins, lol. Okay. Ah, das haben wir leider in den Ass geschossen. Schade. Weibchen. Leider keine Wertung. Hier vorne liegt mein Schwein. Also die einzigen Schweine, die wirklich nicht sehr scheu sind, sind die, glaube ich, auf Neuseeland. Die sind relativ zahm, finde ich. Also die kommen sehr nah ran. So, Silber, dunkelbraun. Okay, cool, 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 cool. Erwischt.
Sehr gut. Naja, zumindest noch einen Fuchs erwischt. Einen weiblichen Fuchs. Ja, sehr schöner Treffer. Also es war aber auch, weil sie halt hier, sie lief halt ziemlich gerade und ist dann hier so rechts abgebogen, ne? Also was heißt rechts abgebogen? Sie hat sich ein bisschen eingedreht und da konnte ich natürlich sehr gut reinschießen in die Lunge. Silber. Sehr schön. Also falls ihr mich nur von YouTube kennt, ich streame übrigens auch auf Twitch. Also auch per Hunter, vorrangig. Und wenn ihr da auch mal vorbeischauen wollt, der Link ist in der Videobeschreibung zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich freuen. Viel Spaß. Ach, es gibt auf der Map auch Kaninchen? Okay, habe ich noch nie geschossen, noch nie gesehen. Wenigstens nehme ich ein paar Außenposten ein. Ist nicht viel, aber was soll ich machen? Sind die Weißwilde auf der Map ausgestorben oder gibt es die nicht mehr? Sind die rausgepatcht worden oder ich hab wirklich, ich spiele jetzt hier seit über einer Stunde und habe keinen Weißwilde gesehen, keinen Weißwilde-Warnruf, nichts, gar nichts. Und ich habe schon echt viel Meter gemacht auf der Map. Das Schwierige an der Map sind auch diese Felder. Also du denkst, du hast eine große Freifläche und dann guckst du und es sind einfach Maisfelder, auf denen du nichts erkennen kannst. Mais, Mais, Mais. Und oder Baumwolle. Baumwolle geht ja noch, ist nicht so hoch, aber die großen Tiere auf der Map, es gibt keine großen Tiere auf der Map, außer weißwilde Hirsche. Und die gibt es anscheinend an diesen Feldern nicht. Da gibt es nur, an den Feldern gibt es nur so Waschbären und Schweine und so. Und die erkennst du selbst in der Baumwolle nicht. Das ist auch eine Frechheit, ne? Also es gibt anscheinend Bedürfnisgebiete für Kaninchen auf dieser Map, aber ich habe noch nie auf dieser Map ein bedrohliches Klopfen oder irgendwie sowas gehört, also ein Warnruf von Kaninchen oder keine Ahnung. Nichts. Gar nichts. Geschweige denn, dass ich mal irgendwie so ein Vieh mal gesehen habe oder so. Ich habe schon einen guten Videotitel für dieses Video. Meine neue Hassmap. Das ist ja heute echt der Laufsimulator. Es tut mir wirklich leid. Was soll ich denn tun? Ich kann ja jetzt nicht mittendrin eine andere Map spielen. Jetzt müssen wir da durch, auch wenn das Video sehr kurz wird. Ich kann es nicht ändern. Ein Weißwedelweibchen. Ich glaube, es ist das letzte auf dieser Map. Aber es ist leider alleine. Es ist leider alleine. Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ist leider nur das Weibchen da. Ich habe natürlich keine Trophäenwertung. Aber immerhin ein bisschen Kohle. Na, schön Doppellunge. Tja. Ja, komm schon, Luft, 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 Luft. Luft! Komm schon. Nein, ich habe keine Luft. Gib mir auf den Sack. Nee. Nein. Es bleibt ein Mythos. Ach, Mann. Oh, doch nicht. Ich habe ihn getroffen, aber wahrscheinlich nicht gut. Aber er ist tot. Doch. Ich habe ihn gut getroffen. Nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Nicht tödlicher Treffer. Schade. Sah irgendwie so aus mit den Fußspuren zusammen. Sah das aus wie ein großer Blutfleck. Aber Warnrufe komplett ausgeschaltet auf der Map. Komplett ausgeschaltet. Deaktiviert die Warnrufe. Sind einfach nicht existent. Keine Warnrufe für mich. Ja, Bronze. Der wäre maximal Silber gewesen. 160er Score. Voll in den Ass geschossen. Ja, ich hätte ein bisschen weiter vorziehen sollen. Er hat auch sein Ass so rausgestreckt, so. Von wegen so, schieß mich, los, schieß mich. Ach, Mann. Kacke, ey. Ja, meine lieben Freunde, was soll ich sagen? Auch ein Dachs hat mal einen schlechten Hunter-Tag, beziehungsweise
Ja, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es an dieser ekelhaften Map liegt, ja. Also das Einzige, was die tatsächlich mit dem Update oder mit den letzten Updates gefixt haben, ist, dass es auf dieser Map nicht 24/7 regnet. Obwohl es jetzt gerade regnet. Aber ja, es regnet jetzt gerade, aber es ist wirklich in den anderthalb Stunden, wo ich jetzt aufgenommen habe, das erste Mal, dass es auf dieser Map regnet. Ja, wir haben nicht viel geschossen heute. Wir haben nicht viel gesehen. Es ist halt einfach eine schwierige Map. Ich würde fast sagen, dass zur Zeit nach dem Update Hirschfällen einfacher ist als Mississippi. Naja, nichtsdestotrotz, vergesst das Abo auf YouTube nicht, vergesst den Follow auf Twitch nicht. Ansonsten, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!